Das ist der Furin-Kasan. Furin-Kasan war der Schlachtruf der Takeda-Samurai. Jeder Samurai, der in die Schlacht gezogen ist, hat diese Fahne mit einer Bambusstange hinten am Rücken montiert gehabt, dass wenn er geritten ist, die Fahne im Wind geflattert hat. So haben die Leute gewusst, wer zu welchem Clan gehört. Die anderen hatten einen anderen Spruch am Rücken, sie hatten diesen Spruch am Rücken, damit sie nicht versehentlich in der Schlacht den falschen killen. Furin-Kasan ist eine Erfindung eines Chinesen. Die Japaner haben die Chinesen ins Land geholt, weil sie haben gewusst, sie sind gute Strategen, und angeblich ist der Furin-Kasan von einem Nachfahren des Sun Tzu für die Takeda-Familie geschrieben worden. Was heißt er nun? Furin-Kasan, schnell wie der Wind, still wie der Wald, vernichtend wie das Feuer, unverrückbar wie ein Berg. Schnell wie der Wind, das erste Prinzip in der Takeda-Schule. Schnell heißt Geschwindigkeit, Bewegung, Wind heißt Atem, Luft. Wir müssen lernen, uns schnell zu bewegen und dabei den Atem nicht zu verlieren. Jeder von uns kennt das, wenn er eine Sportart betreibt, dass er, wenn er sich ruckartig bewegt, plötzlich außer Atem kommt. Deswegen haben sich die Chinesen sehr lange damit beschäftigt, wie man bei schneller Betätigung nicht den Atem verliert. Denn wenn man den Atem verliert, fängt der Geist an zu wandern, und ein Samurai, der in der Schlacht seinen Atem verloren hat, war tot, weil er sich nicht mehr konzentrieren konnte. Um das zu lernen, wird in der Takeda-Schule die Disziplin Aikido, Jutsu und Jukenpo verwendet. Das sind die beiden waffenlosen Disziplinen. Angefangen vom Körpergefühl aufbauen bis zum Lernen des richtigen Atems in Kombination mit Kampf, mit Techniken, erlernen Sie, wie Sie sich entspannt, ruhigen Atems einer Gefahr stellen. Das zweite Prinzip, still wie der Wald, meint den Geist. Wenn man durch den Wald geht und es ist ruhig, man hört die Vögel zwitschern, dann sagen wir im Westen auch, unser Geist beruhigt sich, ich kann abschalten, ich kann mich entspannen. Das neue Schlagwort heißt Entschleunigung. Gut, das haben die Samurai auch schon gewusst, auch die Chinesen haben es gewusst, denn was gibt es wohl Anstrengenderes oder Gefährlicheres als eine Schlacht? In dieser Schlacht die geistige Überlegenheit zu behalten, war lebensnotwendig. Das lernen wir in den ersten beiden Waffendisziplinen, Jaijutsu und Shōjutsu, das Schwert und der Stock. Drittes Prinzip, vernichtend wie das Feuer. Feuer war und ist eines der fünf Grundelemente in der chinesischen Medizin, auch in der chinesischen Philosophie. Und Feuer wird gleichgestellt mit Energie. Energy oder das Qi, wie es im Japanischen heißt, Qi im Chinesischen, ist etwas, das uns ständig umgibt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, unser Sensorium im Körper so zu erhöhen, dass wir es ganz einfach spüren können. Sie merken ja schon, der Furin-Kasan baut aufeinander auf. Das heißt, wir durchlaufen zuerst den Schritt der Bewegung, dann durchlaufen wir den Schritt des ruhigen Geistes und danach kommen wir zur Energie. Wir haben unser Sensorium so erhöht, dass wir unseren Körper spüren, wir haben unseren Geist beruhigt, wir können richtig atmen und dann auf einmal spüren wir das Qi. So gesagt, wenn die Technik in Ordnung ist, kommt die Energie von alleine. Und damit meint er, keine Technik mit Kraft auszuführen, sondern mit Qi. Soke selbst und Toyoshima haben mir öfters erklärt, dass ich frühestens nach 20 Jahren regelmäßigen Trainings das Qi angefangen habe zu spüren. Ich bin im 22. Jahr und ich kann es nur bestätigen. Schritt Nummer 4, unverrückbar wie ein Berg. Unverrückbar wie ein Berg, wir kommen zur Philosophie, das Zen. Zen ist, wir setzen uns in Stand, wir wandern und bewegen uns nicht. Dadurch, dass wir uns nicht bewegen, bewegt sich auch nicht unser Geist. Es gibt das asiatische Sprichwort, Körper spricht Seele, Seele spricht Körper. Darauf basiert die gesamte chinesische Medizin, darauf basiert aber auch das gesamte japanische Kämpfen. Wenn Ihnen jemand im Kampf so gegenübersteht, na, wie wird sich der fühlen? Er fühlt sich unbesiegbar, unschlagbar, hat aber den Nachteil, dass er sich auch maßlos überschätzt. Wenn jemand so im Kampf steht und anfängt zu zittern, ganz einfach, er hat Angst, sie fühlen sich selber schon überlegen und sie werden ihn besiegen. Was nun, wenn sie diese Körperhaltungen willentlich einnehmen mit dem genau gegenteiligen Gefühl? Das ist die Strategie, das ist der Kernpunkt, das ist worum es geht, dass ich mich in der Schlacht hinstelle und Angst vermittle, damit sich der andere so sicher fühlt und dadurch einen Fehler macht und ich ihn besiegen kann. Diese Kunst, dieses Einnehmen einer Körperhaltung, die der geistigen Haltung widerspricht, ist das, was es meint, unverrückbar wie ein Berg. Der Gegner darf nie unsere wahre Geisteshaltung sehen. Wie das gelernt wird, erschließt sich uns als letzter Schritt
Und in diesem Schritt werden auch die Strategien eingeführt in der Takeda-Schule. Diese Disziplin, die das lehrt, ist Kenjutsu. Das Schwertfechten. Wir befinden uns am Schlachtfeld. Es geht um unser Leben.